Hey, meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu diesem heutigen Video hier. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. War wieder ein komplett anderer Video-Hintergrund. Ich bin ein bisschen nervös, aber ja, wir sehen, gleich wird es leer, alles weg. Ich werde heute gucken, dass ich vielleicht ein Hochzeits-Make-up auf die Reihe kriege, was schon schwierig für mich genug ist. Nein, auch noch Haare selber, weil ich ja nicht zum Friseur reinkomme und ehrlich gesagt auch keine Lust habe, mir noch unnötigen Stress zu machen, meine Haare sind. Jo, gut gewachsen. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich mache. Ist halt noch so ein bisschen schwierig. Ich hatte auf jeden Fall überlegt, Locken komplett, dann so ein paar Strähnen hier an der Seite raus und vorne und dann hinten einfach jede einzelne Locke hochstecken. Ob das so in der Praxis funktioniert, vor allem wie es am Ende halt aussieht, ist dann halt auch wieder eine Frage. Und das will ich mir dann auch in den Haaren stecken. Das ist nämlich mein Haarschmuck. Ja. Ich bin ziemlich nervös, deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit Primer. Ich habe mein Gesicht schon eingecremt. Ich werde jetzt erstmal den Hydra Perfected Prime mit Lichtschutzfaktor 20 nehmen. Dann kann der in der Zeit schon mal einziehen, weil für mich ist wichtig, dass mein Make-up von, sagen wir mal, ich denke mal, dass ich mit meinem Make-up um 9:30 fertig bin oder sagen wir mal gegen 10, dass mein Make-up dann, sagen wir mal, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, mindestens bei der 8 Stunden halten muss, sonst geht gar nichts. Weil es ist erstmal das Standesamt, dann steht gleich das Fotoshooting mit meinem Mann und der Familie an. Ja, also steht einiges an und dann gibt es halt noch eine kleine Feier. Ja, deswegen muss das Make-up halten, deswegen habe ich mir jetzt mal die Grundierung aufgetragen. Und wir werden jetzt schon mal den Lockenstab vorheizen. Das war das Zeichen. Ja, das Größte, ich weiß natürlich nicht, wirklich noch nicht, was ich mache. Ich habe mir so Haarnadeln zurückgelegt, zwei Haargummis. Schwierig. Ich kämme die jetzt erstmal durch. Und ich hoffe, dass es auch von hinten gut aussieht, weil ich habe hinten natürlich keine Augen. Aber naja, gut, okay. Jetzt kurz ein bisschen weiter nach hinten. So. Na, sind natürlich so richtig schön lang. Ich hatte eigentlich überlegt, dass ich hier so eine Strähne draußen lasse. Und hier so eine Strähne. So, wir gucken, dass sie so ein bisschen gleich dick sind. Ja, ein bisschen hier so eine Strähne draußen lasse. Damit es ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn das so Strähne nach hinten ist. Da bin ich kein Fan von. Und dass ich dann hier so ein bisschen festhalte und mir hier so ein paar Haare rauszubbeln. Das gleiche machen wir natürlich auch noch hier. So, das sieht doch schon mal gut aus. So hatte ich das eigentlich gedacht und den Rest dann gelockt und hochgesteckt. Bitte Leute, lasst das dann auch von hinten gut aussehen. So hatte ich das eigentlich gedacht. Ja, aber erstmal müssen auf jeden Fall Locken in die Haare. So vorgeheizt. Gleich. Zwei Batterien. Ich hoffe, das reicht. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Haare und dann das Make-up. Ja, ich bin ziemlich nervös. Und jetzt warten wir, bis der Lockenstab vorgeheizt ist. So, der Lockenstab ist vorgeheizt. Ja. Ich möchte die Locken nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Das ist irgendwie so ein Mittelmaß. Ich denke mal, das dürfte ganz gut aussehen. Und dann starten wir jetzt mal. Der ist auf 10 Sekunden eingestellt. Ich lasse ihn aber noch mal 10 Sekunden länger drin. So, die eine Seite ist auch schon fertig. Das sind ungefähr, ich glaube, 11 Locken.
Was für ein Längenunterschied, ne? Das ist schon ziemlich krank. Jetzt machen wir weiter mit Seite Nummer 2. Der Onkel hat es mittlerweile auch vorgehört, dass ich jetzt nicht nochmal 10 Sekunden warten muss. Dass ich den einfach nach 10 Sekunden rausziehen kann. So, ich finde, ich sehe irgendwie aus wie so ein Pudel mit den Haaren. Das ist echt abgefahren. Vor allem, was jetzt für ein Haarlängenunterschied, ne? Das ist jetzt gerade die letzte Strähne, die drin ist. Und er versucht das mal so ein bisschen auszubürsten, weil das ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu extrem. Und danach machen wir uns ans Hochstecken. Na, hat genau gereicht. Eine Batterie noch. So. So, ich habe die jetzt ein bisschen ausgeschüttelt. So, jetzt kommen wir an das Schwierigste, nämlich das Hochstecken. So, ich habe das hier jetzt erstmal durchgebürstet und einen richtig hohen Pferdeschwanz gemacht. Das ist jetzt sozusagen schon mal. Die halbe Miete. Und jetzt werde ich gucken, dass ich jede Einzelstunde so ein bisschen an meinem Kopf befestige. Also drücke mal die Daumen, dass das klappt. Die Strähne wird von der Dicke circa die sein. So, das hat jetzt ein wenig gedauert. Ich habe einfach einen Dutt gemacht und jede einzelne Strähne hochgestellt. Ich versuche es jetzt einmal von hinten zu zeigen. Ist natürlich ein bisschen wuselig, also so tausendprozentig bin ich leider noch nicht zufrieden. Deshalb wird das Ganze jetzt wieder aufgemacht und ein neuer Versuch wird gestartet. So, Frisur Nummer 2, neuer Versuch. Ja, ich habe meine Haarpartie jetzt erstmal geteilt in zwei Hälften, einmal die oberste und einmal die unterste. Ich versuche jetzt, ja, die eine Partie, die unterste, jetzt mache ich die nochmal zu einem Zopf. Ich will nur gucken, dass ich mir mal ein paar Haare, die ich hier rausgepickt hatte, auch draußen bleiben. So, dann nehme ich die Bürste und mache mir erstmal einen ganz normalen Zopf, schön enanliegend und auch ein bisschen höher. So, ich habe mir jetzt einen kleinen Zopf gemacht. Locker das und mach hinten so ein kleines Loch in den Haaren und zieh den Zopf dann sozusagen dadurch. Einmal durchziehen, komplett und wieder festziehen, dass ihr so eine Kurbel habt. So, das zweite machen wir natürlich auch noch hier oben. Allerdings machen wir das nicht ganz so fest wie unten, sondern etwas lockerer. Das Haargummi schon fest, aber nicht so stramm ziehen halt, ne? Genau. So, und das macht ihr dann noch mal das gleiche wieder unten. So ein Loch. Und die Haare durch. So, nachdem ihr das habt, müsst ihr das Ganze jetzt so aussehen. Fühlt sich ziemlich bescheuert an. Und irgendwie, wie mein Mann das gerade gezeigt hat, das sieht so ein bisschen aus wie so eine DNA. Und er hat recht, das sieht echt witzig aus. Ob wir das da auch so hinkriegen? Hoffen wir mal, weil das sieht echt abgefahren aus. Nee, irgendwie geht das da nicht, aber egal. So, jetzt machen wir die obere Partie erstmal wieder weg. Nehmen uns die untere Partie. Und versuchen die Restenhaare komplett in das Loch zu stecken. Fixieren das Ganze mit einer Haarnadel.
Dann nehmen wir uns die unterste Partie. Und packen das auf die oberste Partie drauf. Und gucken, dass wir natürlich keine Haarnadeln sehen. Und stecken das beide auch wieder zusammen. Aber so, jetzt werde ich mir das Ganze mal von hinten angucken. So, ich habe jetzt gerade noch mal die vordersten Strähnen so ein bisschen gelockt und ich zeige euch das jetzt einmal von hinten. Die finde ich tausendmal schöner, ehrlich. Also, die habe ich mich sofort verliebt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Seht ihr das? Das ist richtig schön, sitzt nicht zu eng. Also, doch, mit der Frisur bin ich zufrieden. Das hat natürlich jetzt nicht so lange gedauert, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Und jetzt machen wir weiter mit dem Make-up. So, ich habe meine Haare jetzt mal eben beiseite gesteckt. Ich würde sagen, wir tragen jetzt nochmal eben eine zweite Base auf. Perfekt. Dann benutze ich diesen hier von Essence, den Prime Studio Pore Minimizer. Ja, wie schon. Die Haut muss auf jeden Fall passen. Und das trage ich jetzt auch nochmal auf. Irgendwie habe ich so ein Pickeldreieck. Ich hoffe mal, dass die noch irgendwie einen Abgang machen. Ich werde nochmal eine Maske die nächsten Tage verwenden. Weil es ist jetzt auch bald schon soweit. Und ganz wichtig, was ich nicht vergessen darf, ihr müsst den Hals auch ein bisschen mitschminken zur Hochzeits-Make-up. So, während das wieder einzieht, kümmern wir uns um das Augen-Make-up. Als allererstes werde ich einen schwarzen Kajal benutzen und den hier unten auftragen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, egal ob als Braut oder halt auch als Zuschauer, eine wasserfeste Mascara. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Das werden wir dann auch oben machen. So, ich habe den Kajal einmal hier oben aufgetragen, da oben und hier unten. Dann nehmen wir uns jetzt. Ja, der ist ein bisschen dick. Diesen Pinsel. Und einen schwarzen Lidschatten. Also sagen, oh, es wird jetzt Smoky Eyes. Nein, wird es nicht. Es hat ein bisschen was mit Schwarz zu tun, aber es wird nicht Smoky Eyes. Und verblende das so ein bisschen. Mit noch einem Schwarzton. So, dann seht ihr sicherlich. Was ich meine. So sieht das Ganze oder so sollte das Ganze aussehen. Dann nehmen wir uns jetzt einen Braunton. Da werde ich diese Lidschattenpalette von Douglas verwenden und werde in diesen Ton hier gehen. Und noch in diesen Ton. So, das Ganze setze ich hier an. Nimm dann diesen Pinsel von MAC und zieh das nach hinten.
Ich muss mal die Heizung ausmachen. Ich sterbe hier. So sollte das Ganze aussehen. Das gleiche machen wir natürlich noch auf der anderen Seite. So. Dann gehen wir jetzt nochmal in einen Braunton, allerdings in diesen hier, die beiden. Und mischen das. Und wieder einen flachen Pinsel. Und tragen das hier auf. Auf den kompletten Lid. So sollte das aussehen. Das finde ich jetzt schon mal richtig, richtig schön. Allerdings bin ich noch nicht deswegen. Passt es mir noch nicht so ganz, deswegen gehe ich noch mit diesem Pinsel, den ich zum Verblenden hatte, nochmal in dieses Braun, und in dieses Braun rein. Und setze das Ganze nochmal hier unten an, damit das unten auch braun wird. Wenn wir damit fertig sind, werde ich so einen abgeflachten Pinsel nehmen. Dann ein bisschen Fixing Spray, ganz wichtig. Und werde in diesen wunderschönen Türm hier gehen. Und werde diesen Ton hier ansetzen. Hier ansetzen. Mache ich natürlich so lange, bis mir der Farbton passt. Hier ansetzen. Und noch unter meiner Augenbraue. So. Als nächster Schritt kommt Mascara. Was natürlich jetzt vergessen habe zu verwenden, ist natürlich eine Base, damit der Lidschatten noch besser hält. Daran muss ich auf jeden Fall denken, wenn der Hochzeitstag ist. Aber ja, ich biege jetzt erstmal meine Wimpern. Wenn ich das gemacht habe, benutze ich diese Mascara von Revive the Loop. Das ist die Ultimative Volume Waterproof. Ganz wichtig. Und tusche mir meine Wimpern. Falls man doch ein paar Freudentränen vergießen sollte, dass die Mascara auf jeden Fall an ihrem Platz ist. Ich finde, durch dieses braune, schwarze und grüne Augen hat das so einen Katzeneffekt, was ich richtig, richtig schön finde. Als nächstes kommen wir dann zu den Augenbrauen. Da benutze ich den von Revive the Loop, den Super Slime Eyebrow. Ziehe das hier oben erstmal nach, ungefähr bis zur Mitte, und gehe dann so runter und für den Rest einfach auf. So, das Ganze bürsten wir jetzt aus. Und dann nehmen wir ein Concealer und ziehe mit eine Cream Cheese. Oh, das Ganze sollte so aussehen und das verblenden wir jetzt einfach. Ihr könnt es mit dem Pinsel machen, ihr könnt es auch mit dem Finger machen. Das bleibt euch so ein bisschen überlassen, dass wir einfach eine schöne Kante haben.
So. So. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Und jetzt kommen wir auch eigentlich zur Hauptbase. Da benutze ich diese Foundation, das ist die von Maybelline Fit Me Matte Pores in der Farbe 95 Fair Porzellan. So, jetzt machen wir erstmal diese Folie ab. Warum vibriert denn die ganze Zeit meine Smartwatch? Sehr gut. So, dann packe ich ein bisschen was auf meinen Finger und mache so drei Punkte. Und natürlich ganz wichtig, den Hals dürft ihr nicht vergessen. So. Und das Ganze verblende ich mit dem Pinsel von Douglas, dem Foundation Pinsel. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann kommen wir noch als nächstes auf jeden Fall zu Concealer. Den trage ich natürlich auf meine Augenringe auf, am Nasenflügel, natürlich auf die Unreinheiten, ein bisschen hier noch, ein bisschen da noch, ein bisschen auf dem Kinn und das wird wieder verblendet. Kann man sagen, ob ihr lieber mit dem Pinsel arbeitet, mit den Händen. Oder mit einem Beauty Sponge. So, das ziehe ich natürlich jetzt schön unter dem Auge entlang, um eine schöne gerade Linie zu kriegen. So. So. Als nächstes nehmen wir unsere Puderquaste und unser Essence Powder, unser transparentes, loses Puder. Packen ein bisschen was in meine Dose. Das war ein bisschen viel. Egal. Und packe ein bisschen was auf meine Puderquaste und presse das ein. Wirklich, also ich puder nicht nur ab, ich presse das wirklich ein, damit das alles schön bleibt, wo es ist. So wie die Concealer, Foundation, alles. Also ich presse das richtig ein. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn ihr wollt, dass es den ganzen Tag hält. So. Natürlich auch den Hals nicht vergessen, weil da habt ihr ja auch Foundation aufgetragen. So. Dann kommen wir als nächstes zur Bronzer. Da werde ich diesen Bronzer von Maybelline verwenden und diesen Bronzerpinsel. Da gehe ich in diesen Ton hier rein. Klopft das ordentlich ab. Und verleihe meinem Gesicht ein bisschen mehr Bräune. Natürlich auch an der Schläfe entlang. Unten an den Seiten. Und als vorletzten Schritt benutzen wir dann noch ein Blush. Da benutze ich das hier von Essence. Das ist ein Blushleiter. Aber wie mir natürlich eigentlich nicht kennt, werde ich gleich noch Highlighter benutzen.
7000 Schritte geschafft. Ich weiß gar nicht, wie. Ich saß hier mal hin. Ich lasse circa zwei Finger Platz. Nehme ich wieder mein Foundation-Pinsel und verblende das nochmal so ein bisschen und streiche das ein bisschen aus, damit die harten Kanten nicht zu hart erscheinen. Ich habe ja auch eine Base drin, fragt mich nicht, warum ich sie nicht benutzt habe. Das fängt ja schon mal gut an. Und dann benutze ich noch einen Highlighter von Max & More. Das ist ein goldener Highlighter. Mit dem müsst ihr aber echt aufpassen, weil der sehr, sehr intensiv ist. Jetzt trage ich einmal auf meinem Lippenherz auf meiner Nase. Und natürlich noch hier. So, das Ganze wird wieder verblendet. So, das Ganze wird dann noch mit Fixing-Spray fixiert. Natürlich müssen die Haare auch mit Haarspray fixiert werden, das habe ich jetzt aber nicht gemacht, dadurch, dass ich das heute nicht brauche. Dann nehme ich zu guter Letzt noch meinen Lippenstift hier, das ist so Farbe und Lipgloss in einem. Krach das auf. So. Mach meine Haarklammern raus. Locker das Ganze noch mal ein bisschen auf. Zieh diese Fussel hier noch so ein bisschen raus. So. Und das ist mein fertiger Hochzeitslook. Ich bin mega zufrieden, außer dass ich hier das noch ein bisschen feststecken muss. Aber noch mal ein, zwei Strähnchen rausgucken. Aber das ist jetzt auch nicht so melodramatisch. Lieber mehr feststecken als zu wenig. So. So, meine Lieben, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und ich hoffe, euch gefällt der Look genauso wie mir.